Hallo und WB und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pokémon Advanced Adventure Nuzlocke Challenge. Ja, erstmal den Pokéball da hinten holen, weil den will ich. Wer weiß, was da drin ist, Leute. Und jetzt habe ich es nur vergiftet, wenn ich ihn noch schnell holen. Battle Me, natürlich. Wenn er drauf besteht. Einmal eine Lichtsee. Keine Defense, wie er will. Oh ne, das Dorf hat noch zu hacken. Oh, schau, brauchen wir eine Attacke. Mal. Wollte mal wieder mal brauchen, aber das ist ja nichts Neues, weil es nicht mehr geht. Ne, die sind alle Level 17 und alle können was gegen Kleinstein machen. Ich bin ein richtiger Steinzerstörer, ey. Ey, die gehen jeden Stein was machen. Und super. Okay, jetzt kann Ruhestand wieder glänzen. Mit einem guten von oben. Rockwurf. Und Reiz. Gegen Reiz machen wir morgen mit so einer Verfolgung. Und noch eine Verfolgung. Ich werde doch nicht vom Sandsturm getroffen, kein meiner Pokémon. Das hat's da. Den 43 Pokémon verloren. Ja. 39. Wow, 34 Shockwave. Haben wir nicht 43 bekommen? Scheinbar nicht. Komisch. Ich bin doch nicht doof, da stand doch 43 oder nicht. Einer kann mir das bestimmt sagen, der das laufen passt. Oder zurückspulen. Ja, nicht so doof. Kann ich sagen. Aber ich glaube, der gute Hubert hat den Tag. Der wird nicht wirklich sich im Team durchsetzen. Deswegen kommt er erstmal auf die Box. Er ist ja nicht tot. Aber wenn ich einen Tyrant Pokémon fangen will, brauche ich einen Platz. Box 1. Und wenn wir dann Hubert für später haben, falls wir mal einen Pokémon verlieren, ist das echt gut. Gut wert. Was gibt's eigentlich? Soll ich mal auf Route 24 einen Pokémon fahren? Oder lieber noch nicht? Nee, heben wir das noch auf. Merken wir uns, Route 24 habe ich noch. Da ist wahrscheinlich das Tyrant-Pokémon. Wahrscheinlichkeit ist ziemlich hoch. Sonst gibt es in dieser verkackten Stadt nicht. Bei Route 5. Und ein Schild, was ich eh nicht lesen kann. Vielleicht von hinten, vielleicht von der Seite. Weiß nicht. Was da alles verloren gegangen ist an Informationen, aber ich finde es schon schade. Die Frage ist, welches Level wird das Vieh sein, was ich jetzt herausfordere. Es wäre natürlich scheiße, wenn das ziemlich hoch wäre und mich da wegkickt. Und welcher Level wird die Arena sein? Ich gehe trotzdem mal. Ich meine, was haben wir schon zu verlieren? You discovered a Pokémon in this town. It seems a bit stressing. Attack it before it's too late. Arc 9! Ja, das sieht aus wie ein ganz schönes kaltes Akani. Das sieht schon verrückt aus. Das sieht richtig verrückt aus. Eigentlich sowas nicht mal wie ein Waterpult kann das sehen. Verrückt. Also ein Wasser-Pokémon. Ja, dann muss ich mal einfach. Superball. Ja, gefangen. Easy. Und da habe ich auch direkt einen Namen für. Und zwar, weil er blau ist. In wen? Blue. Wo ist das U? Blue. Das ist kein U. Back. Blue. Blaze. Nicht Blaze Blue, sondern Blue Blaze. Aber da Level 18 ist, ist er natürlich automatisch erstmal im Team. Blue Blaze will not.
easy. Habe ich das Tyrant-Pokémon besiegt, würde ich auch von diesem einen Typ das Starter-Pokémon Feuer. Einmal Deficit, wie ich das abholen kann. Lege ich den mal kurz ab. Unser Team ist eigentlich schon ganz schön schön. Survive kann mal kurz abgelegt werden, nur damit wir Dinge zurückkehren. Hallo. Hey, wait, wonderful. Take this, bla bla bla. Danke. Okay. Haben Teppich bekommen. Level 15 wäre das sogar. Brauche ich denn Feuer-Pokémon? Theoretisch ja, ne? Wir haben kein Feuer-Pokémon. Doch, wir haben Feuer-Wasser. Geil. Feuer-Wasser, kannst du mir sagen, was du willst? Aber das ist Stopp. Das ist eine Kombo, die sich gewaschen hat. Step Feuer und Wasser. Und dann kommt der Wein wieder mit. Blue Blaze und Quasimodo. Und der Gute, dessen Namen ich nicht weiß. Aber der an der Seite steht. Habe ich auch letztens erst benannt. Verrückt. Ja, das heißt Level 18 war das. Wie? Interessant. Immer auf Route 9. Fangen uns da hoch. Ja. Torchic, was fuck, wie viel Feuerpunkte soll ich noch bekommen? Ja, ist tot. Natürlich scheiße. Da bleibe ich diesmal der Natural Challenge treu. Wenn ich einen Pokémon töte auf einer Route, da habe ich die Chance nicht mehr, das zu fangen. Ach, hier darf ich nicht lang. Gut. Hier komme ich dann also lang, wenn ich Toms dritten Subordian besiegt habe. Und wie geht's hier unten? So. Ach du Scheiße, da komme ich nicht mehr hoch, oder was? Ach nee. Was habe ich jetzt gemacht? Verrückt aus. Und hier ist ein Schneckmann. Das dürfte uns auch fahren. Das dürfte von einem Rocks rocken. Mann. Das ist natürlich problematisch jetzt. Da haben wir zwei Routen verloren. Und weil ich so unbedingt gucken wollte, was es auf der Route gibt. Hier gibt es schon gute Pokémon. TM47, bestimmt ist es nicht TM47. Doch, ist es. Ja, okay, das ist halt doch TM47, was soll's. Aber Pokémon alle Level 17, ne? Jetzt wird darauf gezielt, die Level 18 zu machen. Was soll's? Mit ein paar Rocks Rose durch die Gegend war das nicht deutlich gegen sie, meine Güte. Osha ist ein richtiger Supporter, der vergiftet. Du kannst vergiften, das kann uns echt noch. Geht uns echt auf den Nerven. Nicht sehr effektiv. Vergiftet ich das viel halt, ey. Ich meine, nicht, damit ich auch wieder die HP wiederkriege, die ich jetzt wieder kaputt verschwenden muss. Und einfach noch ewig das neue Gedanke. Wieder oben. Verrückt. Richtig verrückt. Lumanda töten wir, weil Lumanda macht mich aggressiv, wenn ich sehe, wie es aussieht. Was gibt's hier eigentlich an Tränken? Super Tränke schon. Gibt es. Da brauche ich dann mindestens auch 10 Stück von. Und Antidotes. Vielleicht doch mal. So 5. Und Paralyse hier ist auch 5. Der anderen beiden Kampf, den heile ich nicht. Ich bitte dich. Der
der wird es nicht entscheiden. Ich finde auch schön, wie diese ganze, wie dieses ganze Dorf total am Arsch ist. Wissen Sie vielleicht den Namen? Achso. Ja, das war der Pflichtkopf. Ja, dann gibt es hier einfach nichts mehr. Ich könnte jetzt auf Route 24 gehen und das nächste Pokémon verkacken. Aber. Nee. Wir können mal in die Arena gehen und gucken, was für ein Typ das ist. Wenn wir gute Chancen haben, haben wir gute Chancen. Elektro? Oder Stein? Ich weiß es nicht. Okay. Bin gespannt. Battle Me. Feuer. Das kommt uns natürlich echt zugute. Da möchte ich euch auch nicht zu nahe treten, aber die Arena, in der werden wir gut zurechtkommen. Erstes Pokémon Level 18. Momentan noch gar keiner an den Dingen. Item Gift, weil der wird hier nicht viel ausrichten können. Oh, und Monkey auch nicht. Bei Stahl. Gut. Dann haben wir aber noch D-Bot, der jetzt Level 18 werden darf. Hoffentlich nicht stirbt. Aber ich glaube nicht, weil wie der. Oh, der ist schon fast Level 18. Bang. Bubble Beam. Das hat Water Gun, ne? Auf jeden. Zack. Und Level 18 für Sylvain, das ging auch schnell. Und da kommt Mumel, macht Bubble Beam. Dann war das das Mumel. Vom Mumel verweht. So, so beim Level 18 Item taken. Item given. Ich sag Item given. Nicht Summary, Item give. Und einmal Lenny nach vorne. Denn auch Lenny soll nicht zu kurz treten. Achso. Und Wolfix, komm zu dir. Ja, das ist jetzt schon frech. Genau das meine ich, aber jetzt bringe ich auch den Scheiß zu Ende. Easy. Ja, und dann gehe ich mich heilen. Erika wurde degradiert zum dritten Subordient. Wenn sie überhaupt Erika heißt. Dum, 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 dum. Ich hoffe, dass sie nicht zu schwer wird. Wir haben ja noch Blaze Blue, Blue Blaze. Osha kann helfen. Mit wem eröffnen wir denn? Lenny? Sind wir uns sicher? Ja, warum nicht? So, you are the squad kid I've been hearing about. Prepare to feel my wrath. Ja, das ist kein niedriges Level, muss ich dazu sagen. Okay, Sunny Day finde ich gut. Und Level 18. Glutexo, gegen Glutexo würde ich gern Bubble Beam machen. Weil der kann dann doch schon gefährlich werden. Metal Claw zieht mir dann nicht so viel ab. Und Bubble Beam aber ihm dafür nicht so viel. Aber wenn er weiterhin nur Metal Claw einsetzt, haben wir gute Chancen zu töten. Back. Eine Super Potion muss da mal angebracht sein. Weil ich kann ja nicht kritisch getroffen werden. Das heißt, ich kann jetzt nicht von dieser Zeit noch sterben. Da kann man endlich mal predikten, weil ich konnte nicht sterben. Es hätte kein Glück helfen. Und Taco. Ja, da kann ich natürlich Blue Blaze einsetzen. Unser blaues Akali. Das ist total schwachsinnig aussieht. Aber auf jeden Fall schon mal genug Schaden gemacht hat. Ja, und jetzt ein Hochzugrieb. Tot. Also das war jetzt nicht so die Herausforderung. Sie heißt tatsächlich Erika. Was? This can't possibly be possible. Can be possible, yeah. Possibly. You may have defeated me,
Pete Tong. Hahaha. Farewell, Shadow. Ja. Arsch. Denk auch, die wäre stark, ey. Am Ende darf ich bestimmt nochmal gegen alle kämpfen. Und dann mach ich trotzdem fertig. Wir haben kein Pokémon in der Arena verloren. Ey, ich glaub. Wir werden echt. Gut. Alle Level 18. Wie geil ist das denn? Aber ich bin ja total unterlevelt. Cheer, you truly are a hero. Please go forth and take Tom. Take this as a token of appreciation. Blah blah blah. Das ist quasi unmöglich. Konfusion! Konfusion! Man merkt gar nicht mehr den Verlust von unserem guten Pokémon. Hat keine Konfusion. Also Gift. Darkness. Gift Darkness! Wach schon auf! Hier verschwächen! Quatsch. Das ist ja nur Feuer, das Ding. Und nicht Feuerflug. Das aussieht wie ein Chicken. Was ist? Okay, hoffen wir, dass die nicht zu stark sind. Oh. Entschuldigung. Kindler Charlie. Mit einem Magma Level 20. Oh, nochmal Smog, das nützt ja auch nicht viel. Und Level 19, ja, ist der Hypnose. Ja, für Harden. Magby. Der erste ist Level 19, das heißt, jetzt kommt der zweite auf Level 19. Natürlich. Habe ich nicht anders erwartet, vergiftet zu werden. Und sogar zwei gleichzeitig Level 19 geworden. Item taken. Und wer kriegt's denn? Wer kann denn jetzt noch nicht so viel ausrichten? Hier, Item given. Item given. Nicht sterben den kurzen Weg. Unmöglich. Ich locker geschafft. Dim, 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 dim. Es läuft doch bei uns. Ich meine, es passiert echt selten, dass wir so gut durchkommen. Ach du Scheiße, die ganze Brücke voller Verlieren. Rocks Row. Bam, nochmal Rocks Row. Bam. Im Ernst. Und drittes Mal Rocks Row. Bam. Jackson. Kann man da hoch? Kann man. Nächster. Battle me! Diese Vielfalt. Ich bin begeistert. Rockswell. Pokémon. Blue Blaze. Das hat weh getan. Surfing Level 19. Rocks Raw. Water Pulse. Wunderbar. Das sind alle. Ne, noch nicht alle. Osha und vielleicht Blue sind noch nicht der Platz. Mal zurückrennen. Und Pokémon Center gehört einfach dazu, Leute. Ich kann jetzt nicht auch noch auf Pokémon Center verzichten, weil dann käme ich durch diesen Hack nicht durch. Vor allem, wenn ich so quartlos über unterlevelt bin. Ach was. Der hat richtiges Arcani. Oh mein Scooter. Rocks Raw. Auf das kleine und Water Pulse auf den großen. Rocks Raw auf das kleine und Water Pulse auf den großen.
Roxraw auf das kleine und Waterpulse auf den großen. Ey, der misst doch die ganze Zeit. Was ist das für ein Loser? Loser. Und Waterpulse. Und die Servine ist jetzt mittlerweile schon Level 20. Was ist das? Haben wir zwar schon an einem Pokémon, aber man kann das nie an nie genug. Kein Blauen. Tut mir leid, kein Blauen. Item taken, weil sonst wird ein bisschen zu übertrieben. Item gift. Die mit diesem Pokémon macht echt viel Spaß, also mit diesem verrückten. Und noch mehr Gegner. Runtergehe, erwarten mit was? Wahrscheinlich ein Sackgasse. Nee, noch mehr Gegner. Battle Me! Ja, das mit den Doppelkämpfen hier meint ja aber auch ernst jetzt. Einmal so und einmal so. Finde ich auch gut, dass es nie was gibt. Nee, Quick Attack, damit er auch wirklich stirbt. Und der 19 zum Urteil, das wollte ich noch sehen. Und zack, und der 19 wird replaced. Schön und ausgeglichen. Oshabot mal wieder nach vorne. Also an zweite Stelle. Osha darf jetzt erstmal auch Level 20 werden. Ich mach natürlich jeden Gegner. Jetzt nicht mehr mit mir kämpfen wollen oder was? Nein, oha, die haben nur ein Feld Sichtfeld. Was ist los mit denen? Einmal Roxraw. Einmal Bubblebee. One Hit. Das war zu erwarten. Oh fuck, wir sind schon über 20 Minuten, sorry. Sorry, über 20 Minuten, sorry. Boing. Das heißt, das nächste Mal kämpfe gegen den Typen hier oben. Und ich hoffe, ich weiß, dass das runterlaufen muss und nicht wieder hoch. Stand weiter.